Also ich sag euch ganz offen und ehrlich, Chat, da mache ich auch keinen Hehl draus. Es könnte schon passieren, nicht mehr unbedingt dieses Jahr, aber es könnte schon passieren nächstes Jahr, dass Onkel Monte auch Twitch verlassen wird und auf eine andere Plattform geht. Ich schwöre, ich habe nichts Konkretes. Vor allen Dingen finde ich auch, dass Twitch sich in eine schlechtere Richtung verändert. Und wenn eine andere Firma, ein anderer Arbeitgeber kommt, mit besseren Konditionen und ein neues Arbeitsumfeld, dann ist es etwas, wo ich gewillt bin, auch mal zu probieren, ob mir das Arbeiten dort gefällt.